Moin Leute und Servus zusammen. Ich war kürzlich auf der Messe in Hamm, habe auf der vorletzten Messe in Hamm auch schon neue Tiere gekauft. Ich wollte euch jetzt mal ein Update geben, wo die Tiere in ihren Aufzuchtbehältnissen sitzen. Was ich hier genau habe, das seht ihr jetzt. So, dann hätten wir zum einen hier, ich hole mal quasi eine vor, Haplopelma libidum steht noch drauf, wurde aber umbenannt in Cyriopagopus libidus. Da gibt es auch ein Video von früher, schaut einfach mal in die Spinnen-Playlist rein, was da genau, von wann das genau ist, das Video. Die Tiere habe ich im Juni gekauft, am 1. Juni in Hamm. Auf der Terraristika. Ein Update dazu. Damals habe ich noch ein Video, wie ich sie eingesetzt habe. Da hatte ich ein Loch vorgestochen, einmal an der Seite, einmal in der Mitte. Alle vier Tiere haben sich für das Loch am seitlichen Rand entschieden. Wie gesagt, war nur vorgestochen. Die haben es dann bis unten hin weiter gebuddelt. Sieht man so nicht. Lebt sehr versteckt. Eines der schönsten Spinnen überhaupt. Vier Tiere davon im Ganzen. Dann haben wir hier als nächstes Acanthoscuria geniculata. Sitzt auch hier drin, wollen wir nicht großartig stören. Ja, hat sich eingegraben. Ein, zwei Häutungen sitzen hier noch drin, dann kommen die in die nächstgrößere Box. Wasser muss nachgefüllt werden, das werde ich jetzt gleich im Nachgang tun. Sonst hätte ich wieder gekleckert und geplempert. Boden zum Teil ein bisschen anfeuchten, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Haben sich anscheinend auch gerade gehäutet, deswegen werden sie noch mal ein paar Tage aufs Futter warten. Dann habe ich hier jetzt in Hamm gekauft, die Tage schon vorgestellt. Das war jetzt am 15.09.2019. Habe ich hier Chromatopelma cyaneopubescens. Sitzt da unten drin, versteckt. Sehr fressgierig, wollen wir jetzt nicht weiter stören. Kleinen Wasserbehälter, kleine Höhle, Stück Kork, ein bisschen grabfähigen Bodengrund, ist ein Erde-Lehm-Gemisch und ein paar Holzstückchen drin. Halten ja auch ein bisschen die Feuchtigkeit und ganz spartanische Einrichtung zur Aufzucht, so wie ich es letztens schon mal vorgestellt hatte. Dann haben wir hier Brachypelma albopilosum. Eine sehr, sehr bekannte Spinne. Sehr hübsch, kräuselig. Auch hier, die hat wild gegraben, man sieht es hier unten. Da ist der ganze Bodengrund im Wasserbehältnis drin. Hier unten, man sieht bis zum Boden durchgegraben. Auch diese Spinne wird demnächst schon in die nächstgrößere Behausung umziehen. Hätte ich gleich machen können, aber irgendwie ist das da untergegangen, dass die auch richtig graben kann und ihrer naturfreien Lauf lassen kann. Brachypelma albopilosum. Dann haben wir hier Brachypelma vagans, das sind übrigens die letzten drei, beziehungsweise diese drei hier sind alles bestimmte Mädchen, also bestimmte Weibchen. Auch hier seht ihr bis zum Boden durchgegraben, war jetzt allerdings auch nicht viel Bodengrund drin. Daher wird diese Spinne demnächst auch umziehen. Sie hat die entsprechende Größe. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dass da auch schon das finale Terrarium dann angeboten wird. Bin eher ein Fan davon, große Sprünge zu nehmen. Auch hier keine Ahnung, warum ich sie nicht gleich umgesetzt habe. Dann haben wir hier Brachypelma clasi. Vorhin noch mit gemailt. Ja, auch hier spartanisch eingerichtet. Ein bisschen Kork. Ihr seht, das Tier ist auch noch nicht ganz ausgefärbt. Ne? Ganz deutlich wird hier noch ein, zwei Häutungen in dieser Box sitzen. Auch ein bestimmtes Weibchen bereits. Super Tier. Freut mich, dass ich das jetzt endlich wieder in meinem Bestand pflegen kann. Dann hier zu guter Letzt Brachypelma albiceps. Fast richtig ausgefärbt. Man sieht es hinten im Abdomen, da fehlt noch ein bisschen was. Wird auch noch eine Häutung hier drin sitzen.
Hat jetzt keine großen Aktivitäten gezeigt, außer dass ich ihre Höhle, die ich so ein bisschen vorgedrückt habe, zugebuddelt hat, sitzt den ganzen Tag oben drauf und ist sehr zeigefreudig. So unterschiedlich sind sie denn doch, ne? Aber auch hier denke ich mal, mit der nächsten Häutung zieht sie dann in das nächste größere bzw. in das Endterrarium schon ein. Ich bin immer ein Freund davon, wie gesagt, ziemlich schnell ein großes Terrarium zu bieten. Da sieht die Spinne manchmal ein bisschen drin verloren aus. Da muss man dann auch sicherstellen, dass die Spinne genug an Flüssigkeit bekommt bzw. den Weg dahin kennt und natürlich auch Futter bekommt, ne? Nun kann man das Heimchen ein bisschen durchs Terrarium lenken, dass es dahin läuft, wo es hinlaufen soll, so dass man sich keine Sorgen machen muss. Ich halte generell, das habt ihr auch schon gesehen, meine Terrarien sehr spartanisch, wo die Tiere drin sitzen. Für die Tiere macht es ja augenscheinlich nun keinen Unterschied, ob sie so oder drin sitzen. Ich habe zum einen kein großes Händchen dafür, Terrarium toll zu gestalten mit Pflanzen und so. Bisher hatte ich auch noch kein Glück. Habe aber sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade wenn es um Zucht geht, dass man ein Terrarium einfach hält und dann einen guten Überblick hat und immer einsehen kann, wo das Tier sitzt, ohne das Tier großartig zu stören. Das ist dann natürlich auch immer ein bisschen der Vorteil dabei, ne? Wenn ich ein dicht besiedeltes Terrarium habe mit einer kleinen Spinne, viel Laub drin und so, dann kann sie mal irgendwo da drunter sitzen. Das heißt, wenn ich mal einen Kontrollblick werfen möchte, muss ich immer meist sehr aufwendig ins Terrarium hineinfassen, vielleicht sogar, um zu vermuten, wo sie sitzt, wenn sie sich jetzt nicht anhand eines Netzes oder so zu erkennen gibt. Von daher, meine Meinung ist, soll jeder so handhaben, wie er es möchte. Wenn ich ein einzelnes Tier hätte, wo ich jetzt sage, okay, das habe ich jetzt im Wohnzimmerbereich stehen oder im Wohnbereich auch, dann würde ich es wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger machen mit der Einrichtung. Aber hier für meinen Zweck, habe ich das alles sehr, sehr, sehr einfach gehalten. Wie man es auch meistens von den größeren Züchtern oder Pflegern kennt, ne? Ich habe mir früher da auch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, wirklich da auch mit Pflanzen zu testen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, einen grünen Daumen habe ich nicht, von daher so und einfach. So, da war gerade der Strom weg, das soll uns aber nicht aufhalten, also Strom besorgt. Hier Aufzuchtbecken von der Theraphosa Blondi, auch jetzt im September hier eingezogen. Ihr seht hier ganz klassisch, Eingang halb dicht gemacht, den Eingang deutlich verkleinert. So kenne ich das auch von den Theraphosa blondi, Stirmi und Apophysis. Also alle aus meiner bisherigen Erfahrung ein zumindest ähnliches Verhalten. Ja, auch hier 3 Finger breit Bodengrund drin ungefähr. Ist zur Aufzucht gedacht. Nächste Häutung geht es denn wahrscheinlich schon in das Endterrarium, was eine Kantenlänge von 40-40 hat. Und das ist da, wo ich auch in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht habe. Habe ich jetzt auch auf der Börse wieder ausgetauscht dazu, zu den Züchtern. Die halten auch auf 40-40, auch auf 30er Höhe und dann entsprechend Bodengrund fast bis unter das Dach. Wie das Ganze denn aussieht, zeige ich euch dann bei Zeiten, wenn es soweit ist. Das zum einen die Theraphosa Blondi. Ja, dann seht ihr auch hier schon ganz deutlich, Eingang dicht gemacht. Mir wurde schon gesagt, dass sie sich bald häuten wird. Wasserbehältnis, habe ich auch ein Video dazu gemacht, kann ich mal verlinken, was ich hier für Wasserbehälter oder beziehungsweise für Näpfe verwende. Bodengrund leicht angefeuchtet, 1/4 sieht man hier ungefähr. Das heißt auch hier einfach eine Häutung, dann geht es auch schon ins Endterrarium. So, das war es von meiner Seite bis hierher. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr austauschen wollt, schreibt es unten rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag.